Herzlich willkommen, du Fan des, Horror Survival PvP Match. Ja, und damit, ja, nochmal herzlich willkommen. Wir, starten gleich, aber ich muss noch zunächst ein bisschen was erzählen. Und zwar, ja, ich finde es bombastisch. Also top Daumen hoch an euch alle da draußen, die mir mittlerweile Kommentare geschrieben haben, die im Großen und Ganzen eigentlich recht positiv ausgefallen sind. Also, ein paar haben geschrieben, ja, hast du gut gemacht und hin und her, aber ja, ist halt, ja, nicht ohne dieses Spiel, was wir ja schon mittlerweile herausgefunden haben, weil es echt hart ist. Wichtigste ist, ich kann es spielen, wie ich will. So auf jeden Fall, es gibt eigentlich kein richtig oder falsch. Das Einzige ist, achte auf die Geräusche. Das heißt also, wir müssen besser arbeiten, also besser mit der Lautstärke und so von uns arbeiten, beziehungsweise auch genau hinhören. Andere haben zu mir gesagt, dass wir zufällige Zweiergruppe. Genau, wenn du einen Partner suchen drückst. Ja, Partner suchen. Wir suchen uns jetzt einen Partner, ganz klar. Will jemand mit uns kämpfen? Und dann will ich natürlich auf The Solo gehen. Beziehungsweise, Moment, ich gehe hier in Zweiergruppen, weil ich weiß nicht. Da kam nämlich das andere zu mir. Oh. Was geht? Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf bereit. Dann gehen wir mal mit Monroe hier. In die Suche. Das war das andere. Wir sollen uns einfach jemanden suchen. Also 91. Das ist Tris. Ja. Es ist halt einfach. Und ganz wichtig, immer noch an euch. Wenn ihr mit mir spielen wollt, fügt mich einfach bei Steam und so hinzu. Fragt an. Discord oder sonst was. Und fragt mich dort einfach an oder schreibt mir in die Kommentare. Dann können wir da schon irgendwie was machen, managen. Und dann können wir uns auch da untereinander ein bisschen austauschen und gerne immer ein paar Runden spielen. Weil es ist ja, wie gesagt, das Wichtige, dass wir hier in der Gruppe spielen. Weil jetzt könnte unsere Chance ein bisschen besser stehen, dadurch, dass wir zu zweit sind. Das heißt, wir können uns decken, ein bisschen uns heilen und sonst was. Was ja auch ganz, ganz geil ist, weil das war der andere Punkt, den ihr mir geschrieben habt. Hier, ich soll auf jeden Fall, warum ich gegen Trios kämpfe und sonst was. Ja, wenn man das Spiel halt am Anfang so noch überhaupt nicht kennt, weiß man nicht so ganz, was man tun soll. Man wird auch vom Spiel so ein bisschen allein gelassen. Also es wird nicht, klar, mein kurzes Tutorial. Und hast du nicht gesehen, aber man wird wirklich komplett allein gelassen. Und ja. Deswegen finde ich es, jo, mal interessant jetzt hier eine Runde. Ach, da ist er, hallo. Wir sind in den Sümpfen, es ist dunkel. Wir laden mal alles nach direkt. So, mach dich bereit. Dann laufe ich mal mit Monroe mit. Und wir schauen mal, was er macht. Wie er vorangeht, weil so lernen wir das auch, das ganze Spiel. Hier. Jawohl, Monroe, du machst das. Guter Typ. Cooler Typ. So, wie gesagt, lernen wir das Spiel auch immer besser und werden wahrscheinlich auch immer besser. Jo, geh hoch am besten. Ich nenne ihn einfach Monroe. Weg, 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 weg.
So, dann suchen wir uns hier mal am besten. So, wir gehen hier hoch, komm Monroe. Genau, ich nehme mal hier unser Messer mit. Ja, ist immer mal interessant, auch so ein bisschen. Dahinter, ne? Nice. Cooler Schuss von ihm. Oh. Ah, Mist. Du bist am Boden. Nein. Ah, es ist... Halt schon krass, ne? Ja, es ist schon krass, mal auch jemanden zuzuschauen und zu gucken, wie das Spiel eigentlich auch funktioniert, ne? Ja, man hört's auch, ne? Die laufen da oben rum, man hört's auch richtig krass, ne? Ja. Ah, oh, krass. Ja, da ist der andere. Boah, krass, er hat ihn sogar, ne? Ja, wäre cool, wenn du mich auch mal heilst, ne? Oh, geil. Cooler Typ, Mann. Ey, Alter, der Typ ist krass, ne? Ey, krasser Typ, ne? Ach, wo, was? Ah.
Hey, sorry, Mann. Alter, es tut mir voll leid. Er macht halt alles für uns. Scheiße, Alter. Oh. Ist mir ein bisschen unangenehm, mein Guter. Scheiße. Alter, sorry. Alter, wir sind so eine Pfeife. Also spielt nicht mit mir. Dann müsst ihr das alles machen. Scheiße, Alter. Oh, Alter. Atris, es tut mir so leid, Mann. Es tut mir so leid, dass du so eine Wurst wie mich erwischt hast. Aber hey, das macht doch für dich bestimmt das Spielspaß aus. Puh. Aber es ist schön, ich kann es mir mal angucken. Ich check langsam, wie die Spiele funktionieren, ne? Fuck. Es tut mir so leid, ich bin am Leben und dann sterbe ich sofort. Komm, du machst es, Mann. Du bist mein Teammate. Immer Herz für schwache Teammates, Mann. Aber was ist in diesem Level los? Oh, scheiße, ja. Ach ja. Ach, war cool. Was machst du da? Was machst du da nur, ne? Oh, Kinders. Oh. Aber ja, so kann's auch mal gehen, ne? Hey, es tut mir echt voll leid. Aber gut, ich meine, du siehst es ja auch, ne? Ich meine. Jäger getötet, Jäger getötet, ey. So, jetzt haben wir aber wenigstens. Wir können ja auch mal ein bisschen noch was uns kaufen, ne? Wir haben ja genügend, ne? Regenerationsspritze schwach. Kriegt mal mit. Gesundheitsspritze schwach. Gegengiftspritze schwach. Verwenden. 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 So, Jäger. Ja, komm, ist egal. Ausrüstung, Eigenschaften. Da weiß ich noch nicht. Da würde ich dann auch, wie gesagt, ein bisschen mal. Da würde ich dann, glaube ich, auch mal ein bisschen, ja, mal quatschen. Weil ich werde jetzt dann in der nächsten Folge, wenn alles klappt, natürlich dann noch mit jemandem mal spielen. Und der wird mir dann noch ein paar Tipps geben, auch mit dem Modifizieren und sowas. Dann würde ich das nämlich mal alles versuchen. Aber ich würde sagen, Partnersuche, wir probieren einfach. Ja, der hat uns gesehen, hat sich gleich gedacht, boah. Jo, was geht? Jo, was geht? Er ist halt. Puh. Wir schauen mal. Ich werde mir, glaube ich, mal kurz da noch im Shop ein bisschen umschauen. Aber irgendwie habe ich Bock so. Ah. So. Mir einen Skin oder sowas zu holen. Mal gucken. Irgendwie habe ich da Bock drauf.
Oh yeah, wir werden wieder auf die Schnauze bekommen. Obwohl wir gar nicht schlecht sind. Das dachten wir immer. Oh ho 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 ho. Hey Brudi, wo bist du? Ah, da ist Brudi. Nice. Alles klar. Ey, du bist High-Leveler, du bist mein Chief, Mann. Du bist der, der alles entscheidet. Du bist der Teammate. Was geht? Was geht? Ich laufe einfach nur hinterher. Ich bin der Mann, der einfach nur hinterherläuft. Mann! Komm, heil mich. Heil mich, heil mich, heil mich. Jawohl. So. Ach Gott! Scheiße! Mann! Ja, auf dem Dach ohne Witz, ne? Ah, unser Partner. Das war unser Partner, Mann, der das gemacht hat. Oh, du bist der Beste, Alter. Ohne Witz, Mann. Sorry. Ey, ich muss viel konzentrierter arbeiten, ne? Boah, ey. Ich merke halt jetzt schon wieder. Ja, komm, ein bisschen Kopfgeld, ein bisschen alles mitnehmen. Scheiße, ey. Wir müssen echt viel konzentrierter arbeiten. Aber gut, ich meine, wie gesagt, wir kommen jetzt erstmal. Wir kommen erstmal hin jetzt. Aber das macht Bock, weil man dann zu zweit sich noch retten kann. Das war jetzt kein so Scheiße. Oh. Das war jetzt wirklich so kein Oh Scheiße Mist. Das ist alles verloren. Ja, es ist halt wirklich kein einsteigerfreundliches Spiel. Es ist halt wirklich eher so ein Hardcore-Spiel, wo man aber wirklich, ich glaube, wenn man da ein paar Stunden drin verbringen kann, kann man da wirklich was rocken, ne? Ich sag's euch, da könnt ihr wirklich was rocken. Ich mit euch, ihr mit mir. Wenn man so einen Blick dafür hat. Ah, zu zweit ist es schon geiler.
Und ich muss immer mir angewöhnen nachzuladen, weil er es nicht automatisch macht, ne? Könnte hier jemand sein? Ey, man wird echt hart paranoid in dem Spiel, ne? Komm, wir rocken das Ding. Okay, es hat aufgehört. Wo ist er? Okay, da waren welche. Ja. Der denkt sich auch, du Depp. Egal. Ah, da ist... So, da waren zwei, ne? Wo sind diese zwei? Wo sind sie? Das Spiel ist echt, boah, man wird so paranoid, ey. Aber das ist auch eine geile Runde gerade, ne? Weil wir kommen ziemlich weit. Ich habe zwar am Anfang ziemlich verkackt.
bin auch der, der wahrscheinlich wieder liegen wird. Egal. Okay. Oh. Ja. Mann, schade. Oh, echt eine coole Runde, auch wenn ich wieder verloren habe, auch wenn ich es verkackt habe. Aber wie gesagt, dafür sind wir ja am Lernen. Meine Revolver sind echt scheiße. Das weiß ich jetzt auch. Oh, man ist dann so angespannt. Oh, Mann. Ja, ich brauche einen besseren Blick dafür. Lief ja wirklich, oh, ganz okay. Ja, war doch okay. Wurfechse, what? So, dann haben wir hier Events, Fortschritt, Jäger, Ausrüstung, Events, hier Ausrüstung. Ja, hier. Ich glaube, ich will richtig Bums machen, ne? Handabbrust wäre natürlich auch ganz geil, oder? Hier so ein... Ersetzen, Mann, ja. Und dann hier... Ich glaube, so mit einem Bogen wäre auch ganz geil, ne? Ich probiere es einfach mal. Mit einem Bogen. Aber wir können ihn nicht noch upgraden gerade, ne? Und hier auf jeden Fall ersetzen, Mann. Könnte man, glaube ich, eher so Dynamit dann setzen, ne? Und dann noch Medizintasche. Glaube ich, auch ganz okay. So, jetzt haben wir hier alles, ne? Amulett haben wir ja noch nicht. Ja, Mann, dann sind wir gewappnet für die nächste Runde, ne? Wie gesagt, tut mir leid an die Jäger da draußen, die ich heute im Stich gelassen habe, Mann, Brudis.
laufe mit euch. Ich hoffe, ihr werdet es mir verzeihen. Geile Runden. Ey, das Spiel macht mir halt von Runde zu Runde immer mehr Spaß. Oh, hier. Da bin ich auch mal gespannt. Wir zocken jetzt mal in der nächsten Runde so ein bisschen mit dem Bogen und hier haben wir Brandmunition. Zündet und brennt. Ja, es wird, glaube ich, auch ganz geil, wenn wir da jemanden treffen. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Runde. Bis dahin, macht's gut.